So, dann Bastelzeit und heute soll es um das Ding hier gehen. Ja, offensichtlich irgendein Handy, was hier gerade per USB-C an der Powerbank hängt. Das ist eins meiner Daily Driver, also die Handys, die ich quasi immer dabei habe, ist ein OnePlus 5 und auch sonst sehr viele Fünfen. 5,5 Zoll Screen, 5 Jahre alt, das sind so ungefähr die groben Werte. Und ja, soweit ich weiß, war das das allererste Handy von OnePlus, was nicht mehr trotz guter Hardware zu einem sehr günstigen Preis rausging. Deswegen hat es nicht so einen guten Ruf. Ich habe natürlich nicht so viel bezahlt. Ich habe einfach das Ding gebraucht gekauft und ja, es war mehr oder weniger defekt. Ich habe ein bisschen hier unten aus dem USB-C-Port Staub rausgeholt und dann lud das Ding auch wieder. Ansonsten, was mir halt bei diesen OnePlus-Dingern, den alten, ganz gut gefallen hat, die Dinger haben einen offenen Bootloader. Dadurch kann man auch Custom-ROMs drauf machen. Heißt, ich komme jetzt hier auf Android 11 und habe auch entsprechend die aktuellen Sicherheitsupdates. Natürlich Custom-ROM, das heißt also gerade so Banken oder so, die sind da immer sehr böse, wenn man da sich erdreist, Sicherheitsupdates zu installieren. Aber naja, das ist halt so ein übliches Problem. Ansonsten haben wir einen Fingerabdruckleser, so als Neuerung war das, glaube ich, damals so mit eins der ersten Handys von denen. Von der Hardware her, Qualcomm Snapdragon Prozessor, ein 835er. 8 Kerne, 4 langsame, das ist ein ARM Cortex A53 mit 1,9 GHz und 4 große mit ARM Cortex A73, die dann bei 2,5 GHz knapp sind. Und ja, das Ganze läuft dann auch halbwegs flüssig. Ich glaube, hier das Modell müsste 8 GB DDR4 RAM noch dabei haben. Eine Adreno 45 GPU. Die ist so vergleichbar mit einem Mittelklasse Onboard Intel GPU. So von der Leistung her. Also gar nicht mal schlecht dafür, dass es in der Hosentasche steckt. 128 GB Storage, UFS, Bildschirm, 1080p ist jetzt okay für die Größe, würde ich sagen. Ist ein OLED, also auch von der Farbqualität und so sagt man ja, dass es gut ist. Also, was ein bisschen seltsam ist hierbei, die haben den Bildschirm quasi falsch rum eingebaut. Das heißt, normalerweise ist das hier oben vom Bildschirm und das hier unten. Theoretisch sollte es nichts ausmachen, aber es gab da teilweise Probleme mit sogenannten Jellying. Das heißt also, wenn man scrollt, hat man irgendwelche komischen Effekte. Einfach weil das Auge gewohnt ist, der Bildschirm baut sich von oben nach unten auf. Aber der Bildschirm hier, der baut sich halt von unten nach oben auf. Ist ein bisschen seltsam, aber naja. Kameramäßig, wir sehen hier hinten, das Ding hat da zwei Kameras drin. Das ist eine 16 Megapixel Wide Lens, eine 20 Megapixel Standard. Vorne haben wir nochmal 16 Megapixel Frontkamera. Die Kameras sind alle eher nicht so dolle, ehrlich gesagt. Was aber ganz praktisch ist, das Ding hier hat tatsächlich noch eine LED. Das heißt, wir können hier, wo ist es? Yay! Die Taschenlampe anschalten, das ist so eines der Features, die ich wirklich sehr häufig benutze. Wenigstens eine brauchbare Sache. Verbindungstechnisch AC-WLAN, 2x2 MIMO, das heißt also 800 irgendwas Megabit. LTE gibt es auch, Kategorie 12 mit 600 Megabit müssten das dann sein. Bluetooth 5. Und was ganz praktisch ist, das Ding hat sogar noch eine Kopfhörerbuchse. Yay! Ja, aber es gibt da eine Sache. Die ist ein bisschen nicht so dolle und das ist der Akku, der hier drin ist. Der ist nämlich 3300 mAh und naja, wie das heute so üblich ist, wenn wir das Ding hier rausholen, mal aus dieser Hülle, dann ja, ist das Ding dummerweise komplett verklebt. Das heißt also, den Akku können wir nicht wechseln. Warum erzähle ich jetzt so viel Zeug hier über dieses Handy hier, was uralt ist und ohnehin nicht mehr im Handel ist, also man kann es eh nicht mehr kaufen. Naja, das ist relativ einfach. Das hier, was ihr jetzt gesehen habt, wie viele Minuten haben wir? Das waren 9 Minuten oder so jetzt, die ich aufgenommen habe. Das ist in etwa auch die Akkulaufzeit, das heißt, jeden Moment dürfte die LED hier ausgehen. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, eine Akkulaufzeit von 10 Minuten bei einem Mobiltelefon ist jetzt eventuell nicht so dolle. Und ja, da ist es auch gerade ausgegangen. Wie viel haben wir jetzt? Upp. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, 10 Minuten etwa habe ich jetzt geredet. Ich blende es euch unten ein. Aber ihr seht, das Ding ist jetzt komplett aus. Ich kann es nicht mehr andrücken. Und wenn ich lange drücke, dann kommt der Bootscreen. Ja, klingt jetzt irgendwie so nach einem kleinen Problem mit dem Akku. Ich meine, es ist noch nicht aufgebläht. So viel ist schon mal gut. Aber wir kommen wohl nicht drum rum, das Ding zu zerlegen, um entsprechend hier ans Innere zu kommen, den Akku zu wechseln.
Ist wie gesagt alles ein bisschen uncool, insbesondere weil das hier tatsächlich so ziemlich das einzige Handy ist, wo ich den Bildschirm noch nicht kaputt bekommen habe. Das heißt, das ist tatsächlich noch der Originalbildschirm. Das Einzige, was hier ein bisschen kaputt ist, ist halt die Schutzfolie. Mach mir da immer so Gläser drauf. Das hilft dann schon mal, so ein paar Stürze abzufangen. Das muss aber alles runter. Der Bildschirm muss runter, hoffentlich am Stück. Und dann neuer Akku rein. Der neue Akku liegt schon hier. Neuer Bildschirm auf Verdacht auch schon mal. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Werkbank und gucken uns das Ding an. So, dann schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Das erste ist, wie gesagt, hier diese Schutzfolie abmachen. Man sieht, die hat schon so ein paar größere Einschläge eventuell verkraften müssen. Das passiert halt, wenn man die Dinger auch zur Arbeit mitnimmt und nicht nur die ganze Zeit auf dem Bürostuhl sitzt. Glücklicherweise gehen die meistens halbwegs sauber auch wieder ab. Da ist eine Folie unten drunter, die das theoretisch verbessern sollte. Muss natürlich aufpassen, man sollte es vielleicht nicht wie ich hier mit einem Messer machen, weil das Metall ist gegebenenfalls stärker als das Glas unten drunter. Das heißt also, man könnte das Display verkratzen. Ich weiß aber, da ich es gebraucht gekauft hatte, dass das Originaldisplay ohnehin schon den einen oder anderen Kratzer hat. Da ist im Übrigen dann auch hier der Nachteil von diesen All-Glass-Schutzfolien. Die sind zwar ganz praktisch, weil sie halt wirklich einen guten Schutz bieten, aber wie wir sehen können, die verteilen jetzt hier beim Abziehen doch so die ein oder anderen Glassplitter. Also Schutzbrille tragen und danach gut die Werkbank sauber machen. Das ist definitiv nicht der Peel-Sound, den so viele mögen. So, nicht mehr viel von übrig. Das kann in den Müll. Und die ganzen Glasscherben dann gleich auch. Ich suche mir dann mal etwas zum Putzen. Das hier ist zwar so Kategorie, es kann eh nicht mehr viel mehr kaputt gehen, denn das Glas hier hinten von der Kamera, das hat auch schon, wie wir hier sehen können, so ein paar Risse drin. Die waren auch schon, als ich gekauft habe. Ich habe zwar, glaube ich, noch irgendwo ein neues, aber der Riss ist halt nicht über der Kamera, von daher ist das relativ wurscht. Der Bildschirm selber, wie wir sehen können, das was jetzt hier ist, das ist einfach nur Klebereste, die können wir gleich abwischen. Und mit etwas Glück ist er dann tatsächlich noch ganz, aber ich habe die Befürchtung, das wird sich gleich ändern, denn dieser Bildschirm hier muss halt raus. Und wie wir sehen können, da ist nicht wirklich viel, wo wir anfassen können. Was man da üblicherweise macht, ist das Ding auf eine Heatplate setzen, also eine Platte, die entsprechend warm wird. Das werde ich dann gleich auch tun. Theoretisch sollte sich dann der Kleber zumindest ein bisschen lösen. Das heißt also, der wird ein bisschen weicher und dann kann man mit Plastik, wichtig, Plastik-Tools außenrum versuchen, in den Rahmen hier, in diese Bezel heißt das, das ist der äußere Rahmen, reinzugehen. Wobei ich sehe gerade, der hat sogar Unibody, wenn ich richtig sehe. Das heißt also, die Rückseite und der Rand ist eins. Und den Bildschirm dann rausholen. Bevor man das macht, sollte man vorzugsweise gucken, dass nichts mehr drin ist. Das heißt, ich werde hier gleich den SIM-Kartenleser noch rausholen, diese Tray, die hier drin ist. Einfach, dass da nichts sich verkanten kann, sollte der irgendwie mit am Display hängen. Ich weiß halt nicht, wie das aufgebaut ist. Man könnte jetzt natürlich auch online gucken. Es gibt da ja immer wieder Guides. Zum Glück gibt es Leute, die das tatsächlich hingehen und hier sich das angucken, wie man sowas am besten zerlegt und dann beschreiben. Werde ich zumindest auch mal kurz reingucken. Und ja, wie gesagt, dann Heizplatte, Plastiktools und ein Saugnapf, um hier ein bisschen am Display ziehen zu können, ist auch nicht schlecht. Mit Glück geht es ja dann auch, ohne das TFT hier drin wirklich zu zerstören. Oder halt das Glas vorne, weil dummerweise heutzutage ist das Glas vorne, der Digitizer und das Display selber hinten dran, das OLED, verklebt. Und die kann man leider nicht mehr separat wechseln. Alles nicht so dolle für die Reparatur, aber man muss Kompromisse eingehen und die meisten Leute wollen halt wasserdicht, schönere Farben, keine Ahnung. Müssen wir halt mit leben. So, wie gesagt, wir fangen an mit dem SIM-Kartenhalter. Dafür ist dann so ein SIM-Eject-Tool ganz gut. Oder halt ein passendes Bit. Es sind vielen Bitsätzen ja auch mit dabei. Dann können wir das Ding schon mal auf Seite legen und in Sicherheit bringen. Und dann fangen wir, denke ich, unten an der Unterseite an. Und zwar müssen wir das Glas hier... Oh, Moment. Hier sind Schrauben von unten drin, oder? Was ist das? Ja, hier sind tatsächlich noch Schrauben.
gucken, was das ist. Das Internet meint, das müsste Torx T2 sein. Na, dann gucken wir doch einfach mal, wo wir sowas haben. T2. Und die zweite. Okay. Zwei Schrauben. Dann warte ich mal, bis ich das Handy wieder ausschalten kann oder es ausgeht. Wie gesagt, Akku ist ja leer. Die Schrauben legen wir auf Seite, dass wir die gleich noch haben. Und jetzt müssen wir gucken, wir müssen nämlich hier unten dazwischen. Hier sind zwei Sachen dazwischen. Wir haben einmal hier vom Display von vorne eine Naht, wo etwas weggeht, auf den Plastikrand. Und kurz dahinter haben wir den Plastikrand, der aufs Metallgehäuse geht. Wir müssen zwischen Plastikrand und Metallgehäuse das Ganze aufmachen. Wie gesagt, ich werde dafür jetzt noch eine Heatplate benutzen, also etwas, um das Handy ein bisschen aufzuheizen. Das ist natürlich immer so eine Sache. Man will es nicht zu heiß machen, weil das kann halt den Akku da drin noch mehr schädigen und der soll uns möglichst nicht entgegenkommen. Wenn man es allerdings nicht heiß macht, meistens geht es zwar schon, aber dann ist der Kleber stärker und naja, je weicher der Kleber ist, desto weniger die Chance, dass das Ganze hier irgendwie mir um die Ohren fliegt und kaputt geht. Ich habe hier ein altes Bett von einem 3D-Drucker. Das war noch übrig, hatte ich auch ein Video zu gemacht. Ich verlinke es euch unten, wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe. Es gibt die auch fertig zu kaufen im kommerziellen Umfeld. Wenn man mehr repariert, hat man sowas eventuell. Wenn man jetzt überhaupt nichts in die Richtung hat, was auch ganz gut funktioniert, das sind so Hitze-Kälte-Sachen, womit man normalerweise im Erste-Hilfe-Kasten findet man die, womit man halt zum Beispiel irgendwelche Stellen warm machen kann. Würde ich dann einfach so auf 60 Grad oder sowas erhitzen und dann hier drauflegen für einen Moment, bis das Handy warm ist. Das würde auch funktionieren. Oder halt irgendetwas anderes, was so aussieht, als ob es klappen könnte, um Dinge warm zu machen, ohne dass sie nass werden. So, ich werde den hier jetzt mal so auf 80 Grad stellen. Ja, langsam aber sicher. So, das Ding ist jetzt nicht dafür gebaut, schnell zu sein. Das heißt, das wird jetzt ein paar Minuten dauern, bis dass wir hier soweit sind. Ich würde sagen, da nutzen wir auch die Magie des Videoeditierens. Okay, ich habe es mal ein bisschen runtergestellt, denn wenn wir hier gucken, wir haben jetzt hier fast 70 Grad. Und mein Display sagt, wir hätten gerade mal 60. Und ich denke, 70 Grad ist schon okay. Wie ihr seht, ich habe jetzt erstmal die Rückseite vom Handy hier drauf, dass die schon mal ein bisschen warm werden kann. Einfach weil das Alu ist. Jetzt die Vorderseite. Wenn wir jetzt hier gucken, die Rückseite vom Handy, die hat jetzt so 50 Grad. Ich denke, das ist okay, um entsprechend dafür zu sagen, dass das Handy da, der Klebstoff ein bisschen sauberer wird. Was wir dann brauchen, ist ein Plastiköffnungstool. Da gibt es verschiedene Arten. Das billigste ist halt hier sowas. Und wie gesagt, die sind günstig zu bekommen. Von daher, why not? Es hilft im Übrigen auch, da noch einen Pick zu haben oder irgendwas in die Richtung. Also so ein Gitarrenpick, ein einfacher oder so ein verstärkter. Und ein ein Saugnapf. Oh, und ich sehe gerade hier in dem Set, was dabei war, ist sogar das SIM-Öffnungstool dabei. Hätte man noch nicht mal darauf zurückgreifen müssen. Und natürlich die besten Schraubendreher, die man finden kann. Das war jetzt Sarkasmus. Ich lege mir zusätzlich mal hier einen von meinen Stiften bereit, weil da weiß ich, dass die Spitze ein bisschen härter ist. Ich weiß nicht, wie gut hier die sind. Die sind zwar jetzt schön spitz, weil neu. Damit müsste man gut darunter kommen, aber sicher ist sicher. So, mal gucken, was sagt er hier. Könnte funktionieren. Mal aus hier. Gucken mal, wie weit wir kommen. Wir wollen hier unten in der Mitte. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen schauen. Ja, gut war. Weil der Fingerabdruckleser, der ist ein bisschen tiefer. Da kriegt man keinen Halt hier mit. Holen wir mal hier und versuchen hier unten reinzugehen. Wie gesagt, in die untere von den beiden. Ich ziehe jetzt im Prinzip mit einer Hand. Versuche mit der anderen dazwischen zu kommen, was mir offensichtlich nicht so wirklich gelingt. Ja. Das Problem ist, das Ding ist, ich habe im Internet mal gespickt, unter anderem geklippt. Wow! Okay. Und ja, das macht es dann natürlich nicht einfacher. Denn ich muss jetzt den ersten Clip erwischen, bevor das hier funktioniert. Okay.
Ich glaube, hier mit denen kommen wir nicht weit. Ups, okay, offen ist er, aber auch wieder angegangen. Das wollte ich nicht. Also, aus mit dir. So, jetzt gehen wir hier außen lang. Die Hoffnung, dass wir die Clips erwischen. Da ist wieder eine. Wieder eine. Okay, hier muss nur einer sein. Versuchen wir mal ein bisschen nachzuhelfen hier. Ja. Okay. Sieht gut aus. Und die Seite schon mal offen. Hier bei dem ist es zum Glück noch halbwegs erträglich. Das wird bei neueren Handys noch problematischer, denn da haben wir das Problem, dass die meistens ein IP-Rating haben, also wasserfest zum Beispiel sind. Und um das zu erreichen, wird gerne mehr Kleber benutzt. Das sieht gut aus. Wir haben es lose. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Meistens gibt es da, oder es muss ja zwischen dem Display und dem Mainboard gegebenenfalls noch ein Kabel geben. Also vorsichtig. Okay, ich sehe es. Zack, zack. Da ist unser Kabel. Das hier, das müssen wir losmachen. Hier ist eine Klammer drüber. Was ist das? Kreuz, ja, Kreuz. Was ist das? 3x0, 2x0. 3x0 packt zumindest. Dann nehmen wir den doch. Okay. Schraube ist magnetisch, gut. Die Metallklammer entfernen und das äußere Kabel müsste das sein. So, das ist interessant. Das ist der USB-C-Port. Das heißt, den kann man sogar relativ einfach wahrscheinlich dann tauschen. Good to know. Ja, und hier sind wir dann im Inneren. Ich sehe schon mal etwas, was mir sehr gefällt. Hier ist nämlich ein Pull-Tab, um den Kleber unter dem Akku rauszukriegen. Ich hoffe, der funktioniert so einfach, wie es aussieht. Gerade mal gucken, das hier müsste dann die Batterie sein, oder? Ja, das hier müsste der Akku sein. Das heißt, jetzt ist das Ding vom Strom getrennt und wir sollten da Ruhe haben. Hier den müssen wir noch wegkriegen. Das ist jetzt ein bisschen dumm, denn der scheint sowohl hier und hier drunter zu gehen und keinen Stecker zu haben. Das ist nervig. Aber gut, wat mut dat mut. Also müssen wir hier die ganzen wohl rausmachen. Wichtig dabei, immer darauf achten, wo ihr die rausmacht und vorzugsweise auch genau wieder da einsetzen. Es gibt nämlich teilweise Hersteller, die unterschiedliche lange Schrauben verbauen. Und wenn man dann am Ende beim Zusammenbau die verwechselt und eine längere Schraube da reinsteckt, wo eine kürzere hingehört hätte, dann kann es sein, dass ihr da unten drunter, wo ihr reinschraubt, Dinge kaputt macht. Apple war da relativ bekannt für diesen sogenannten Long Screw Damage, dass man da im Prinzip eine zu lange Schraube geholt hat, reingeschraubt hat in ein Loch, wo eine kürzere reingehört hatte und am Ende hat man darunter das Mainboard zerstört. Und ja, das wollen wir vorzugsweise nicht. Theoretisch, ich sehe keine Schraube mehr, das müsste jetzt eigentlich rauskommen. Na, wo hängst du? Da haben wir ein Assembly, das könnte der Lautsprecher sein, zumindest mal hier nach zu urteilen. Haben wir ja nur zwei Kontakte hier, also allzu viel kann das nicht sein. Aber immerhin, jetzt kommen wir hier an diesen hier. Den können wir dann mal wegmachen und wegklappen. Das sollte für uns eigentlich erstmal ausreichen, denn jetzt kommen wir an den Akku ran. Jetzt kommt der große Moment, klappt dieser Pull-Tab? Oder klappt er nicht? Denn hier hinter sind Klebestreifen und ja, Herstelldatum 2017-08, also knapp 5 Jahre jetzt der Akku alt. Wobei ich halt nicht weiß, wie es aussieht, wie der Vorbesitzer mit dem Akku umgegangen ist. Als ich den bekommen habe, hat es wie gesagt nicht geladen, war komplett leer, wenn es schon länger da lag. Eher schlecht.
Also gucken wir mal, was wir da machen können. Okay, es kommt. Was wir machen können, ist Alkohol. Habe ich hier irgendwo Alkohol? Der geht da nämlich hier drunter und löst da auch den Kleber auf. Das kann dann schon mal helfen. Dann ziehen wir nochmal und lassen etwas dahinter laufen. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht ins Display. Famous Last Words. Und ja, jetzt hört man schon, jetzt löst sich der Kleber viel einfacher. Und zack, da sind wir. Da haben wir den Akku. Irgendwo hängt er noch. Ah, okay. Da ist immer noch irgendwas dahinter. Okay, Akku draußen. Wunderschön. Das war also unser alter Akku, der nicht mehr ganz so möchte. Jetzt holen wir mal gerade hier einen Lappen und entfernen so unseren Alkohol hier ein bisschen. Dann trocknet das auch schneller. Ich glaube, hier das Plastik können wir auch rausholen. So. Das hält nämlich eh nicht mehr an allen Ecken und Enden. Und wie gesagt, ich habe schon einen Ersatzakku. Das ist diese wunderschöne Perfect Business Battery. Ja, das günstigste vom günstigen. Ich hoffe einfach, dass er zumindest mal ein bisschen länger hält als die 10 Minuten. Also gucken wir mal. Ist offensichtlich neu verpackt worden. Do not disassemble, made in China. Ja. Keine Rechtschreibfehler drauf. Das Zeichen hier unten heißt, 5 Jahre lang sollten keine Schadstoffe rauskommen. Das ist meistens dann auch so etwa die Lebenszeit. Mal gucken, was sagt das Original? Ja, auch 5 Jahre. Hat es nicht ganz gepackt, aber wie gesagt, schlecht wahrscheinlich mit umgegangen. Normalerweise sollte man gucken, dass man solche Handy-Akkus zwischen 80 und 20% hält. Das heißt, nie komplett voll lädt, wenn es geht, nie komplett leer laufen lässt. Bei manchen Handys ist es inzwischen so, dass das automatisch machen. Das heißt also, die versuchen per KI zu lernen, wie er das Handy nutzt und dann zum Beispiel, wenn er es über Nacht zum Laden anschließt, dass er dann über Nacht nur auf 80% lädt und erst kurz bevor er Wecker klingelt, dann auf 100% hochgeht, dass man die volle Kapazität hat, aber halt möglichst nicht die ganze Zeit auf 100 oder 0 stehen lässt. Ja, okay. Wie groß ist denn die? 6.700. Wie viel hatte das Original? Steht hier was drauf? 3.200. Ich habe irgendwie mit dem meine Probleme. Und ich würde fast sagen, ich gehe auch mal hin und zerlege den Akku hier. Das heißt also mal das Ding hier runter und mal gucken, was denn wirklich drin steckt. Vielleicht ist es ja sogar beschriftet. Okay, da ist nichts. Was auch immer sie als Kleber benutzen, es hat einen sehr chemischen Geruch. Direkt mal hier die Absaugung aktivieren. Das riecht, als ob man irgendwie hier billigen Sekundenkleber in die Gegend gekippt hätte. So, wichtig dabei hier im Übrigen keine Metallwerkzeuge. Batterien enthalten meistens böse Elektronen, die wollen euch ans Leder. Oh, nee, leider nichts. Beiden Seiten keine Beschriftung drauf. Schade. Ich hatte gehofft, dass da tatsächlich dann noch was steht. Aber anscheinend haben wir dieses Glück nicht. Dann machen wir es wieder rein. Dann haben wir zumindest irgendwas draufstehen und können am Ende sagen, was denn hier die böse Firma war, die uns das verkauft hat. Wie gesagt, die Angabe, die hier drauf ist, die ist Unfug. Also hier das Ding hat nie im Leben diese 6000 irgendwas Milliampere-Stunden. Das würde mich schon sehr wundern. Egal. Ja, Kleber ist jetzt keiner dabei. Ich lege es entsprechend einfach mal lose rein. Lose reinlegen ist gut, aber der kommt gar nicht an der richtigen Stelle raus. Okay, scheint ist noch ein bisschen Kleber unten drunter. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen rumhantieren. Das Kabel etwas zurück. Reicht das? Ja, das müsste gehen. Okay, also mit ein bisschen hin und her sollten wir es zumindest schaffen, dass das sich einstecken lässt. Also rein damit. Ich klebe sie jetzt nicht fest. Das müsste auch so halten. Ist hier, achso, ja, da ist einfach nur Luftblase drunter, jetzt wo ich den abgezogen habe. Bisschen raus müssen wir noch. So, das müsste eigentlich funktionieren. Was meint ihr? Funktioniert das am Ende oder nicht? Erstmal hier unten den wieder rein und alles wieder zusammenbauen.
So ein Lautsprecher ist schon ganz praktisch, insbesondere wenn das Ding halt auch noch ab und zu klingeln können soll. Was mich ein bisschen hier wundert, ist, dass tatsächlich hier alles so schwarze Schrauben sind, also lackierte. Was ein bisschen seltsam ist, denn hier und hier haben wir ja jeweils Metallklammern, die anscheinend irgendwie für Erdung vorgesehen sind. Da hätte ich eigentlich dann silberne, also nicht lackierte Schrauben erwartet. Aber vielleicht, dass sie irgendwie aufeinander liegen und das deswegen funktioniert. Der Hersteller wird sich bestimmt was bei gedacht haben. Wie schon gesagt, das hier ist OnePlus 5. Das ist jetzt bei weitem nicht das erste Handy, was die auf den Markt geworfen haben. Also zu dem Zeitpunkt hatten die da auch schon einiges an Erfahrung. Und selbst das OnePlus One, das erste von denen, glaube ich, das hatte ich damals auch. Oder das ist sogar noch hier im Einsatz als Zweithandy. Das hatte jetzt auch nichts, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist ein Problem. Jetzt mal kurz überlegen, was brauchen wir denn? Wir haben hier unser Display, das ist ja noch komplett hoffentlich in Ordnung. Das heißt, im Prinzip reicht es ja, wenn ich hier den einstecke, dann haben wir zwar kein Ladedings hier unten, aber theoretisch müsste ich ihn einschalten können und gucken. Ne? Das heißt, wir versuchen mal den Akku jetzt hier reinzumachen. Okay, ich hoffe, er ist drin. Dann gucken wir mal, ob wir das eingeschaltet bekommen. Wo ist der Einschalter? Ist das der Einschalter? Und es geht an. Hey! Und das Display ist sogar anscheinend noch ganz. Das ist natürlich eine sehr hilfreiche Sache. Dann lassen wir es mal booten. Wir haben jetzt zwar keine Antennen und keine USB-Buchse, aber wenn der Akku noch genug hat, sollte es zumindest angehen und wir sollten gucken können, ob wirklich der Touchscreen und das Display aktuell noch gehen. Ich meine, wir sind noch nicht fertig, aber bisher sieht es schon mal ganz gut aus. Wir können ja zwischenzeit auch schon mal hier ein bisschen übers Display drüber gehen, dass das nicht ganz so schlimm aussieht. Alkohol ist ja in der Technik die Universallösung, wenn Dinge nicht funktionieren. Entweder weil man damit das Ding so weit sauber machen kann, dass es funktioniert, oder weil man sich das Ganze schön trinken kann. Nein, bitte nutzt keinen Alkohol zum Schöntrinken, es löst das Problem leider nicht wirklich. Man muss sich immer noch damit beschäftigen, selber die Fehler zu suchen. Naja, es verteilt mehr, als dass es sauber macht, aber es ist zumindest besser als eben. Spätestens, wenn man zweimal angepackt hat, ist das eh wieder erledigt. Okay, da sind wir und irgendwas kam gerade von oben, wo ich nichts gewischt habe, aber ansonsten sieht es erstmal ganz gut aus. Touchscreen klappt überall. Home-Button geht anscheinend auch. Ja, sieht gut aus. Ich denke, wir können weitermachen. Akku fast leer, ja. Das kann natürlich jetzt sein. So, aus. Und runterfahren. Gut. Dann können wir es im Prinzip ja zusammenbauen. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich meine, ich habe irgendwo mir mal hier dieses Lenscover für die Kameras, was hier gebrochen ist, wie wir sehen können, mir auch mal bestellt. Ich gucke mal, ob ich das nochmal finde, dann tauschen wir das auch noch direkt. Sieht schlecht aus. Ich habe mal geguckt, konnte es jetzt so nicht finden und Aufzeichnung sagt, dass es in dem Bereich war, der vom Wasserschaden betroffen ist. Von daher wird es in irgendeiner Kiste rumfliegen. Wenn ich das aber richtig sehe, ist das Ding ohnehin von außen aufgeklebt. Das heißt also, ja, theoretisch kann ich da jederzeit von außen einfach rangehen, mit ein bisschen Alkohol den Kleber lösen und das dann irgendwie tauschen. Denn hier von innen ist auf jeden Fall nichts. Okay, ja, im Prinzip können wir das Ding dann jetzt tatsächlich wieder zusammenbauen, denn viel mehr habe ich nicht. Heißt also den wieder dran, dann alles wieder zusammen machen. Mal gucken, ob ich neuen Kleber drauf mache oder nicht. Ich glaube, wasserdicht war das Gerät ohnehin nicht, von daher ist da nicht so viel. Es geht nur darum, dass es hält. Und ja, dafür braucht man nicht allzu viel Kleber. Was man auch machen kann, ist hier an den Ecken ein bisschen sauber machen, ein bisschen den Kleber an die richtige Stelle drücken. Aber im Prinzip ist hier nicht mehr viel zu tun. Also, Deckel drauf, passt schon. Wir könnten im Prinzip nochmal die Linsen auswischen, denn ich sehe, dass hier auf der einen Kameralinse auf jeden Fall Schmodder ist. Jetzt ist die Frage, ist das von außen oder von innen? Nee, ist zumindest teilweise von innen. Wo ist der Alkohol? Okay, ich hoffe, es ist jetzt okay. Oh, was ist das denn? Hier ist... Sieht so aus, als ob es hier in dem Bereich ein bisschen warm geworden ist. Ist da was hereingekommen?
Nee. Eventuell, dass hier drunter der Hauptprozessor irgendwo sitzt und der da seine Hitze ablässt. Sieht auf jeden Fall, wenn wir hier auf das Flachbandkabel gucken, so ein Ticken angekokelt aus. Interessant. Hätte ich so jetzt nicht erwartet in hier dem Handy. Denn sonst hat es ja einwandfrei funktioniert. Aber gut. Müssen die Klammern noch wieder drauf machen. Wo habe ich die denn hingeworfen? Da. Das könnte spaßig werden, weil die ist anscheinend irgendwie an beiden Seiten noch untergehangen. So. Okay. Ich hoffe, das passt so. Nee, das passt nicht. Das ist auf der anderen Seite nicht drunter. Wer hat sich denn das Design ausgedacht? So, jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Das sieht besser aus. Nochmal eine Runde drüber wischen. Das war da nicht allzu viel Dreck hinterlassen. Kameras nochmal prüfen. Sieht sauber aus. Dann Deckel zu. Und hoffen, dass alles geht. Wir hatten ja Clips, von daher... was ist das? Nee, okay, ist nur Dreck. Wir hatten ja Clips, das heißt mit etwas Glück klippt das auch einfach wieder zusammen. Hier oben geht irgendwas nicht zusammen. Was soll das? Okay, das sind die Kameras. Jetzt müsste das aber gehen. Rechte Seite ist drin. Ah, diese Geräusche. Don't like it. Können wir da ein bisschen nach außen biegen, dass das besser klippt? Auch nicht. Jetzt geht's nur noch an. Du sollst nicht angehen. Bleib aus. Oh, jetzt geht er schon wieder an. Aber es ist jetzt auch zusammen. Von daher lassen wir das mal. Wir können uns noch... Haben wir hier irgendwo ein USB-C-Kabel? Ja, ein bisschen Strom besorgen. Mal gucken, ob er dann auch lädt. Gucken wir mal, lassen wir mal hochfahren. Und suchen uns direkt auch eine neue Schutzfolie dann. Okay, online ist. Touchscreen klappt auch noch. Und later klappt also unsere USB-C-Verbindung. Sieht gut aus. Wird geladen. Lampe geht an. Also, alles läuft. Wie gesagt, ich hole mal gerade noch eine Schutzfolie. Die kann man direkt mit drauf machen. So, mit Glück ist die hier auch für das OnePlus 5 gedacht. Ja, das sieht gut aus. Da mal den, da mal den. Hier dazwischen ist der Sensor dafür. Sieht gut aus. Also, machen wir das Ding nochmal mit Alkohol zu. So, besser geht nicht. Wir haben hier ein paar Kratzer drin, überall. Aber zumindest mal sollte jetzt kein Staub mehr drauf sein. Oder Haare oder ähnliches. Die Schlieren, ja. Wenn es angeschaltet sind, sieht man sie eh nicht mehr, von daher passt das schon. Also, schauen wir mal. Mal schauen, wie schlimm mein Job diesmal wird. Bin definitiv kein Profi, was das angeht. Aber es sieht fast so aus, als ob es passen könnte. Okay, wir haben einen ziemlichen Rand, aber ansonsten gucken, ob wir die hier noch rausgeschoben bekommen. Ja, hier unten haben wir auf jeden Fall ein bisschen Staub drin. Hier oben diese große Bubble und so, die sollten sich eigentlich rausdrücken lassen. Die erweigert sich noch ein bisschen, aber... doch. Das ist nur Schmier. Ja, ein bisschen schade, die Ecke hier. Ansonsten sieht es halt ganz gut aus. Nicht das Schönste, aber für mich reicht das. Ist das soweit okay? Die SIM-Karte sollte man natürlich noch wieder reintun, wo auch immer ich die hingeschmissen hatte. Ja, jetzt aber nehmen wir die hier. Also rein damit. Jetzt sollten wir auch hier nicht mehr keine SIM-Karte stehen haben. Und das sieht gut aus. Verbindung ist hergestellt. Wunderschön.
Ich werde jetzt hier hingehen und das Ding mal absichtlich noch leer laufen lassen. Ist im Moment ja bei 26% der Akku, den ich hier eingebaut habe. Werde den auch mal komplett aufladen. Dann können wir zumindest grob eine Idee bekommen, in welchen Werten wir unterwegs sind. Wir hatten ja gesehen 6000 mAh. Das heißt, hier unten müsste im Zweifelsfall was Ähnliches rauskommen. Ich weiß halt nicht, ob der Schaltregler oder so hat. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht über 2000 oder so kommen. Von daher, ja, unwahrscheinlich. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wobei hier steht ja auch schon Kapazität. Wobei die Kapazität könnte vom alten Akku sein. Also warten wir mal ab. Lass uns erstmal dann wirklich durchlaufen. Aber wir sehen ja hier, er hatte jetzt beim letzten Mal irgendwie so 100 mA oder so geschätzt jetzt hier in der Kalibrierung. Ist dann allerdings bei, was war es da gerade? Bei 98% ausgegangen. Okay, egal, ich mache den mal hier leer. So, und ich habe jetzt auch hier mal die Ladekurve vom Akku aufgezeichnet. Der Akku war komplett leer, ist komplett auf 100% geladen worden. Wir können hier schon mal sehen, wir haben am Anfang angefangen bei 500 mA, einfach weil das Ding leer war. Irgendwann war voll genug, dass das Hauptsystem starten konnte und da ist er dann auch so knapp über 1,4 Ampere. Das hat er dann insgesamt so knapp 2 Stunden durchgehalten, ist dann schön runter mit der üblichen Kurve. Leider kleine Einschränkung, und zwar, wir sehen hier so einen Bereich, wo es hochgegangen ist. Ja, ich schätze, dass da ein automatisches Backup gelaufen ist. Das heißt, das Handy hat auch mehr Strom benötigt als so üblicherweise. Das heißt also, wenn wir jetzt hier die Werte holen, wird die Akkukapazität, die wir ausrechnen, deutlich größer sein oder zumindest mal ein Stück größer sein als das, was wir tatsächlich im Gerät jetzt drin haben. Aber naja, es sollte zumindest mal grob in die richtige Richtung gehen. Also gehen wir mal dahin, wo wir hin wollen. Das ist die 9279. Das ist das erste, wo ich sagen würde, jetzt war der Akku voll, weil 90 mA, das klingt nach voll. Und in dem Moment hatten wir 14,78 Wattstunden aus dem Netzteil ins Handy reingemacht. Das entspricht dann 2832 mAh, aber bei 5 Volt. Wir haben ja einen Akku, der mit 3,7 Volt im Schnitt arbeitet. Da kommen wir dann hier bei etwa 3800 mAh raus. Aber wie gesagt, bei hier diesen 3800 mAh, da müssen wir ja noch abziehen, dass das Handy selber auch läuft. Also wäre meine Schätzung eher so 3000, 3500. Irgendwo in diesem Bereich wird wahrscheinlich dann der Akku liegen. Das Handy selber, da habe ich auch eine App drauf, die das so ein bisschen trackt und die meldet hier für 15% bis 100% 2709 mAh. Das ist jetzt natürlich nur 85% geladen, das heißt, wir gehen einfach mal stumpf hin und rechnen das von 85 auf 100% hoch, dann kämen wir etwa raus bei knapp 3200 mAh. Das wäre es auch in dem Bereich, den ich geschätzt habe. Und es ist noch was. Ja, es ist erstmal deutlich, deutlich kleiner als die 6700 mAh, die der Akkuhersteller da versprochen hat. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht sonderlich geschockt bin darüber. Dass die Zahl Murks ist, ist, denke ich, jedem klar, der sich ein bisschen mit Technik auskennt. Naja, das ist halt leider etwas, was viele Hersteller machen. Eigentlich sollte man die nicht supporten und was ich normalerweise machen würde, wenn sowas auftritt, ist dann Beschwerde einreichen und irgendwie zumindest einen teilweisen Refund bekommen, also zumindest teilweise Geld zurück. Dabei ist mir das Geld eigentlich komplett wurscht. Mir geht es nur darum, durch diesen Refund und die Beschwerde wird bei den meisten Plattformen der Händler mehr oder weniger da auch markiert, so hier, da gab es was. Und wenn es zu viele von diesen Beschwerden oder Refunds gibt, dann ja, kann das auch Auswirkungen auf seine Möglichkeit haben, überhaupt was zu verkaufen. Prinzipiell, der kann gerne den Akku verkaufen. Der kann mir den auch zu dem Preis verkaufen, das ist alles fein. Aber schreibt doch einfach die richtige Kapazität drauf, die das Ding hat. Dann sind alle glücklich. Ja, speaking of Kapazität, die das Ding wirklich hat. Ich hatte ja gerade gesagt, 3200 mAh ist so in etwa das, was ich gemessen habe. Naja, der Original-Akku, der hat eine Kapazität rated von 3210 mAh. Das heißt also, im Prinzip habe ich jetzt etwa wieder die Kapazität, die das Ding hatte, als es neu war. Kann ich nicht gut beurteilen, weil, wie gesagt, ich hatte das Ding schon gebraucht gekauft.
Und zum Zeitpunkt, wo ich es bekommen hatte, war der Akku dann natürlich auch schon nicht mehr so dolle. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, so ein, zwei Tage komme ich jetzt mit dem Ding aus. Und das ist schon mal deutlich mehr als die 10 Minuten. Ja, und das war doch einfacher als gedacht. Das ganze Ding funktioniert jetzt wieder. Und prinzipiell ging es auch deutlich einfacher, als ich mir das gedacht hätte. Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass das Ding hier nicht wasserdicht ist. Denn mit einem wasserdichten Gerät hat man natürlich wesentlich höhere Anforderungen an den Kleber, der das Display drin hält. Hier, ne, der muss ja im Prinzip nicht 100% halten, solange das Display nicht rausfällt, ist ja alles okay. Und wir haben gesehen, der ist jetzt einfach eingeklippt und dadurch relativ wenig Klebfläche. Akku selber relativ einfach auch zu wechseln gewesen. Ein bisschen shady ist natürlich die Kapazitätsangabe, haben wir gesehen, deutlich kleiner als das, was draufsteht. Aber es hält mehr als einen Tag durch, das reicht für mich. Ich tingel meistens eh von Ladegerät zu Ladegerät, von daher habe ich da nicht ganz so hohe Anforderungen. Ja, ich habe zwar schon wieder den ersten Riss in der Schutzglasschicht oben drauf. Das ist einfach, weil dieses Display, das ist nicht komplett gerade, sondern an den Rändern biegt das so ein bisschen nach unten. Und gerade da, wenn man von der Seite gegen dieses Schutzglas kommt, das ist halt direkt kaputt. Mich soll es nicht stören. Sobald man einschaltet, sieht man davon eh nichts mehr. Und das Ding hier ist halt für mich zum Arbeiten. Es muss nicht schön aussehen. Und ja, mit neuem Akku, neuer Akkulaufzeit und noch funktionierendem Display, werde ich doch hoffen, dass das Ding hier auch noch die nächsten Jahre das tut, was es soll.